Hallo und willkommen zu Castle Story. Ich bewege mich hier gerade ins Gelände rein. Was ist denn hier hinten? Ist da ein Berg oder was? Ah ja, da ist ein Berg, alles klar. Ja, ich freue mich, beziehungsweise ich habe mich total gefreut über die vielen Kommentare von euch und natürlich auch Tipps. Die Vollpfostenstrategie, die war natürlich ein großer Diskussionspunkt, denn einige haben es angemerkt, besonders schön sieht das ja nicht aus, wenn die hier auf dem Pfosten stehen. Da muss ich aber sagen, es herrscht ja Krieg. Krieg gegen die Korruptrons und Krieg ist nun mal nicht schön. Und die Pfosten sind es auch nicht. Ich gebe es ja zu. Wir werden allerdings gegen Ende der Woche, ich schätze mal am Freitag oder Samstag, wieder auf den Sandbox-Modus wechseln. Das Savegame hier werde ich natürlich weiter behalten. Das heißt, da können wir dann später mal ein, zwei Wochen danach dann vielleicht wieder fortsetzen. Ich glaube, das bewährt sich ganz gut so. Sauropod hat übrigens ein paar Optionen umgebaut. Und zwar, wenn man jetzt den Debug-Mode hier aktivieren müsste, der Tag-Nacht-Zyklus ausgehen, beziehungsweise stoppen. Ich glaube fast. Ja, jetzt sehen wir, wenn man ganz genau hinsieht, man sieht, die Schatten bewegen sich. Wenn ich hier draufklicke, dann dürften sie eigentlich nicht mehr weiterlaufen. Tun sie aber trotzdem. Okay, es funktioniert irgendwie nicht, aber eigentlich soll es jetzt gehen. Wie auch immer, wir müssen uns vielleicht mal ein bisschen jetzt auf die Verteidigung wieder konzentrieren, denn die Wellen werden nun mal immer stärker. Hier können wir übrigens einen neuen Korruptron, einen neuen Brickton natürlich spawnen. Ich verwechsel das auch immer irgendwie gerade. Und was fehlt uns hier noch? Da fehlt uns natürlich mal eine Tür. Bin auch schon gefragt worden, Panda, wieso baust du eigentlich nicht mehr Türen? Und ich muss sagen, ja, oder überhaupt mal eine Tür. Ich muss sagen, ja, ich hab's einfach vergessen. Beziehungsweise einfach nicht dran gedacht. Das machen wir aber jetzt, das holen wir mal nach. Denn das bringt uns schon ein bisschen was, denn die Korruptons müssen ja erstmal die Tür kaputt schlagen. Und eigentlich könnte man theoretisch jetzt hier ebenfalls Wände draus machen und dann Türen einbauen, damit die Korruptons da ein bisschen klettern müssen eben. Aber fürs Erste müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal auf die nächste Welle konzentrieren und auf den Ausbau der Vollpfostenstrategie. Denn da kommen wir ja nicht mal davon weg jetzt, wo ich schon mal angefangen habe mit diesen hässlichen Pfosten hier. Ich gebe euch also völlig recht, dass die hässlich sind, wenn ich schon selber sage, aber ja, sie bewähren sich. Und wie wir festgestellt haben, ist es ja jetzt nicht so, dass die Korruptrons die nicht angreifen würden, sondern sie greifen sie ja an, aber sie kommen halt nicht nah genug ran. Und noch was wollten wir machen, bevor ich es vergesse. Natürlich wollten wir doch hier Plattformen reinbauen. Das ist irgendwie auch untergegangen. Ich guck mal kurz, wie hoch wir da überhaupt. Na, nicht so. Nee. So aufwärts meine ich. Ja, genau. Wie hoch wir da überhaupt bauen müssten. So, und dann quer. Geht sich das jetzt überhaupt aus? Das ist die Frage. Wenn wir hier zwei haben, hier haben wir hier eins, zwei und dann, das geht ja. Das passt ausnahmsweise mal. Machen wir hier zwei drauf und dann machen wir hier auch zwei und hier auch. Und dann verbinden wir das Ganze hier mit einem Inbusschlüssel, wie bei IKEA. Und dann können wir da Planken einsetzen. Das ist auch gleichzeitig jetzt mal so ein bisschen ein Showcase, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe es ja im Sandbox-Modus schon mal demonstrieren wollen. Das ist allerdings ein bisschen in die Hose gegangen, weil da nichts zusammengepasst hat. Hier passt es aber auch mal. Das heißt, wir können das auch gleich mal hier live und in Farbe machen, dass wir hier die Planken zwischen die beiden Querbalken einsetzen. Nee, das ist ja nicht falsch jetzt. Das ist diese Sache mit der Perspektive. Da musst du echt genau klicken, damit das hier auch passt. Ein bisschen näher hinzoomen kann da nicht schaden. So, wie sieht es jetzt aus mit Holz? Jetzt nehmen sie immerhin das Holz, was hier ist. Wie sieht es weiterhin aus mit unseren Bogenschützen? Hier ist einer, den stelle ich mal ein bisschen zu, dass er nicht da womöglich die Leute von den Vollpfosten runterschießt. Hier haben wir soweit jetzt auch alles. Wobei von der Seite, glaube ich, würden wir am ehesten Probleme kriegen. Da haben wir nur drei. Also schicken wir vielleicht doch noch lieber einen der Verteidiger. Am besten den Kaufmann 78 hier rüber, damit hier auch noch ein weiterer Bogenschütze steht. Hier hinten, das ist jetzt ja auch fertig. Können die da außen noch rumlaufen? Ich glaube, das
Das haben wir nicht ganz. Naja, die können hier, glaube ich, seitlich noch dran vorbeilaufen. Das heißt, da müssen wir dann auch noch einen Block hinlegen. Na, nicht sowas. Ein Block, meine ich. Oder am besten gleich zwei. Machen wir es mal so übereinander. So, dann kommen sie auch auf jeden Fall nicht mal vorbei. Ich hoffe nur mal, dass unsere Arbeiter jetzt nicht da... Aber wahrscheinlich machen die das jetzt dann. Wenn sie hier fertig sind, dann laufen sie hier hin. Obwohl dann die Welle schon beginnt. Na, ja, wenn das bloß gut geht. Und noch was wollte ich machen. Ich wollte ja einen Verteidiger hier auf der Treppe positionieren. Oder am besten vielleicht hier, so als Notnagel, falls die Corruptons es schaffen, irgendwie hier die Burg zu stürmen, dass die dann nicht gleich frei Spiel haben. Denn im Nahkampf sind die Bogenschützen ja doch, wie wir gesehen haben, etwas unterlegen. Ah ja. Das war der Sound gerade. Hat die Planke da drauf gewuchtet. Kennt ihr was eigentlich, dieses Planking? Das war vor 2 Jahren oder so, war das so ein Internet-Meme. Da haben sich Leute so steif wie ein Brett gemacht und irgendwo hingelegt auf möglichst verrückte Orte und dann ein Foto von sich gepostet. Also ein bisschen wie dieses Hadoukening, falls ihr das kennt. Das kommt allerdings aus Japan. So, 39 Sekunden noch, die Spannung steigt. Nicht wirklich, aber ich tue mal so. Ist ja alles sehr entspannt hier in Castle Story, muss man ja dem Spiel zugute halten. Was mich aber ein bisschen wundert oder doch ein bisschen ärgert fast, ist, dass hier das mit dem Debug-Modus nicht funktioniert. Denn der Thierry, der Community Manager von Sauropod, der hat mir sogar persönlich geschrieben, weil ich ihn gefragt habe einfach mal, dass dieser Debug-Switch jetzt den Tag-Nacht-Zyklus aktiviert bzw. deaktiviert. Allerdings scheint das nicht zu funktionieren. Oder es funktioniert nur im Sandbox-Mode. Das wäre natürlich auch möglich. Wir sind allerdings hier im Survival, was wir jetzt an dem Ruckler gemerkt haben. Es sind neue Corruptrons gespawnt worden. Und da klettern sie auch schon auf die... Ha. Das geht aber eigentlich auch ganz gut, dass der hier steht, der Verteidiger. Und wenn der runterklettern will, kann er ihm gleich eins über den Schädel ziehen. War es das etwa schon, oder was? Da ist gerade einer runtergefallen. Okay, da kommen noch welche. Hier sind zwei. Ja. Okay, der... Ja, der hat es auch nicht weit gebracht. Ein bisschen einen Sprung hat er hier reingemacht. In den Pfosten. Und der hier... Mann! Schieß doch auf den irgendjemand. Das kann doch nicht sein. Der macht ja alles kaputt. Okay, da reicht offenbar, ja, die Reichweite der Bogenschützen ist natürlich doch deutlich verringert worden. Insofern kein Wunder, dass das nicht mehr klappt. Das heißt aber auch, dass das irgendwie nicht funktionieren... Wieso hat er schon wieder Planken drin? Alter, ich habe genug von Planking. Planking ist so 2010. So. Reparier mal das mal. Die Musik gefällt mir gerade. Das ist dieses Corruptron-Angriffswellen-Theme. Nee, nicht dahin laufen. Ich will dich dem Beacon zuweisen. Irgendwer soll die Tür nämlich auch bauen. Da haben wir offenbar keine Sägegruppe mehr offen gehabt. Na toll, der Beacon steht. Jetzt hat's geklappt. Der Beacon steht natürlich genau in der Tür und damit ist er in der Mauer drin. Aber den können wir ja verschieben, glücklicherweise. Gehen wir den mal... Na, ich wollte ihn doch verschieben. Hier gehen wir ihn hin. So, jetzt dürften wir kein Holz mehr haben, so wie es aussieht. Dann würde ich sagen, dass wir gleich mal hier ein bisschen Holz fällern, wenn wir schon dabei sind. Es geht ja letztlich immer nur darum, hier die Verwaltungstätigkeiten durchzuführen. Bäume fällen. Steine holen und so weiter. Gibt es hier einen, der nichts zu tun hat? Was ist mit dem Coca-Colax? Bist du so einer, der nichts zu tun hat? Keine Ahnung. Übrigens, die Angriffswelle ist schon vorbei. Die Musik spielt immer noch. Ich glaube, die lief bei mir irgendwie gar nie, die Musik. Vorher. 58% ready to spawn. Ich muss ja sagen, wir sind jetzt bei Welle 17. Und bis jetzt war das ja ein Kinderspiel, damit fertig zu werden. Wenn wir hier jetzt noch weitere Pfosten errichten,
dann sind wir ja hier eigentlich, also was kann uns dann eigentlich passieren? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir bei jeder Welle zwei neue Fürsten errichten. Klar, irgendwann kommen richtige Korruptoren-Horden, das habe ich auch schon auf Screenshots gesehen, aber eigentlich ist das ja ein Kinderspiel im Moment. Die bauen hier auch nicht weiter, weil die kein Holz haben. Dann machen wir aber Folgendes, dann bauen wir hier auch gleich diese Planken hier rein. Wie sind hier die Raumverhältnisse? Das ist, glaube ich, ein bisschen anders hier. Das sind hier drei von der Breite. Das ist hier aber, glaube ich, auch so, oder? 1, 2, 3. Nee, ist ein bisschen anders. Das ist dann zu knapp nebeneinander. Wenn wir sie so machen, dann haben wir hier 1, 2, 1. Das passt ja nicht. Passt ja vorne und hinten nicht. 1, 2. Aber Moment mal, wir können, glaube ich, auch. Aber das sieht dann ja bescheiden aus hier. 1, 2, 1, 2. Ah, wir können es, glaube ich, so machen. Das müsste eigentlich gehen. Wie ist denn das dann? Probieren wir es mal. Nicht, dass wir mal jetzt einen totalen Mist bauen. Alles nur Mist. Machen wir mal zu und dann können wir da eigentlich ja auch Planken einsetzen. Das müsste eigentlich klappen. Jawohl. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, nicht genau so. Eigentlich dachte ich, dass ich dann zwei Balken hätte, auf jeder Seite einen. Dann dazwischen Planken. Das sieht nämlich schön aus. Das sieht dann so schön genagelt hier aus. Aber man kann eben nicht alles haben im Leben. Tja, 5 Minuten bis zur nächsten Welle. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg dorthin. Hier haben wir auch zwei Verteidiger. Vielleicht ist natürlich die Frage, wenn ich die jetzt hier vorne hinstelle, was macht denn der hier? Ist doch schon gebaut. Mach lieber was Sinnvolles. Zum Beispiel, wo ist denn überhaupt die Baugruppe? Mann, wo ist denn der Beacon hin? Da ist er. Mach was Sinnvolles, genau. Zum Beispiel nichts. Nein, geh halt so zurück. Solange nicht an der Front stehen bleibst hier. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir hier noch weitere Pfosten errichten. Dann nehmen wir hier den Klusmann. Der hat sich ja bewährt hier oben. Das ist ja die Anfängerecke. Und ich würde sagen, dann bauen wir eben noch hier welche. Denn hier, das ist so ein bisschen unsere Schwachstelle. Wir haben hier zwar das Bollwerk. Das war ja nicht schlecht, das zu bauen. Aber das war ja noch vor unserer Vollpfostenstrategie. Insofern sind wir da noch ein bisschen da waren wir noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Wir könnten natürlich hier jetzt einen Pfosten drauf bauen. Das wäre aber wirklich hässlich. Nee, das machen wir nicht. Aber wie wärst du zum Beispiel hier mit einem Pfosten? Geht auch. Jemand hat mich gefragt, kannst du nicht erst den Pfosten hinsetzen und dann den Brickton reinschicken? Aber das geht irgendwie nicht. Also, der weigert sich dann hier reinzugehen. Das können wir eigentlich auch mal probieren. Zumindest war es bisher so, wenn ich jetzt hier weggehe und jetzt wieder sage, geh hier hin. Geht's jetzt oder was? Ah, jetzt geht's auf einmal. Na, okay. Das ist was anderes. Ach so, es geht. Ah, es war so. Es geht nicht, wenn der gleichzeitig angezeigt wird, denn dann, genau, dann geht er nicht hin. Wenn ich das aber abwähle, dann geht's. Sehr interessant. Das muss dann aber ein Bug sein. Das ist bestimmt nicht die Absicht dahinter. Genau, da geht er nur daneben hin. Aber wenn ich jetzt so sage, gehe hier rüber und jetzt blende ich es wieder ein. Ja, steht da drin. Genau. Sieht aus wie beim Beamen irgendwie, oder? So ein bisschen wie Star Trek. Zumindest in der alten Serie. Da stehen die ja immer so Röhren. Also dieser Beamstrahl sieht so ein bisschen wie eine Röhre aus. Oder verwechsel ich das gerade? Keine Ahnung, ich habe viel zu lange nicht mehr Star Trek geguckt. Vor allem nicht mehr die alten Folgen mit dem Captain Kirk. Das waren noch Zeiten damals. Ende der 60er Jahre. Als ich selber noch gar nicht auf der Welt war. Da habe ich immer die alten Folgen von Star Trek geguckt. Ist auch irgendwie krass. The Next Generation, das war in den 80ern mit Captain
Picard und so, das ist mittlerweile auch schon wieder alt. So verfließt die Zeit. 2 Minuten nur noch bis zur nächsten Welle. Ich sollte hier echt mal ein bisschen drauf achten. So, ist jetzt hier ist alles abgeholzt und das hat nicht gereicht, das Holz, oder was? Oh Mann, dann löschen wir mal das hier. Set Position, das geben wir jetzt mal hierhin, dass er den einen noch abholzt und dann vielleicht hier oben. Das ist ja eigentlich jetzt auch ein Gebiet, was wir abgesichert haben. Das heißt, hier können wir ja, das können wir ja alles abholzen. Und was ich auch machen möchte ganz gerne, ist hier rüber auf diese Insel eine Brücke zu bauen. Denn da auf dieser Insel Bogenschützen zu stationieren, wäre, glaube ich, echt eine coole Sache, weil da kommt kein Korruptron hin. Und das können wir eigentlich sonst auf keine Art machen, dass wir Einheiten irgendwo positionieren, wo niemand hinkommt. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Da sehen wir dann auch die nächste Angriffswelle. Der ist immer noch nicht aufgeladen. Tja, dann bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Servus und tschüss.